Stopp und dann genau. Wir filmen heute Morgen die Elbphilharmonie. Gegenlicht ist das eine total gute Sache. Mitten in diesen Kanal rein. Super, etwas höher gewinnen. Schon um 8 wieder hier, ja, da wo die Leute anfangen zu arbeiten, waren wir schon fertig mit dem Job. Jetzt ist aber hier gerade was von Amazon angekommen und wir machen ein bisschen Behind the Scenes. Eigentlich sieht das Filming-Setup so aus. Mein uraltes Sennheiser-Mikrofon, was irgendwie auch schon auseinanderfällt und mega die Probleme hat mit dem Audio, was wir schon aufgemacht haben, umgelötet. Und was will ich nochmal machen? Mein mega altes Mikro hat auch ein ganz großes Problem. Also was eigentlich ja dafür spricht, ist, dass es aktiv ist. Also es braucht Stromversorgung. Und man muss es an- und ausschalten. Und das ist sehr gefährlich, weil man nicht sofort checkt, ist es wirklich an, ist es aus. Jetzt aktuell hört ihr den Sound hier über mein Rode. Über mein Rode SmartLav. Das ist ganz okay, wenn man eine Person aufnehmen möchte. Aber bei mehreren wird es natürlich schwierig. Und vor allen Dingen ist es eine eigene Aufnahme. Das heißt, das Ganze nimmt ins iPhone auf aktuell. Und das ist natürlich auch dann immer mit Syncing und so. Egal. Nämlich ein Rode VideoMic Go. Ja. Es gibt auch das Pro, das ist aber wieder aktiv. Und ja, ich glaube, für so ein bisschen Behind the Scenes reicht sowas völlig aus. So, sieht ja erstmal ganz wertig verpackt aus. Es wirkt eigentlich ganz geil. Schon mal kleiner als mein altes Sennheiser. Das ist mal auf unsere neue Sony jetzt hier mal geht. Mach mal mit mir Soundcheck bitte gerade. Hört ihr jetzt noch mal kurz das Kamera-Audio? Tja, Kamera-Audio ist richtig geil, ne? Da ist auch gar nicht hallig hier. Dass dieses Kabel nicht fest ist, weil dann kannst du es auch mal an eine Tonangel packen irgendwie und kannst du ein längeres Klinkenkabel nehmen. Also das ist schon ganz fresh. So. Ich mal einfach neben die Kamera und ich mach mal den Pegel ein bisschen runter. Sag mal was. Hallo. Ja, ich weiß halt nicht, ob der Sound jetzt hier nutzt, ne? Also ich meine, auf die Entfernung wird das wahrscheinlich richtig gut sein. Aber so, wenn du es so weit weghältst, tja, müssen wir mal sehen. Ich mach mal zum Vergleich einfach das Sennheiser an. Ist das Sennheiser, sag mal was. Hallo, Test. Okay, und wir switchen nochmal. Hallo, Test. Gut, und wie der Sound so ist, das ist natürlich das Interessante, ne? beim Vloggen. Aber ich denke, der performt da schon ganz gut. Also der Sound von unserem neuen Rode Mic Go scheint ja ganz gut zu sein. Ich habe mir gerade mal das Beispiel angeguckt. Wir wollten heute Abend noch ein paar Aufnahmen machen. Ist natürlich die Frage, ob das Wetter so schön bleibt und ob wir so einen schönen Sonnenuntergang bekommen. Wir können nicht mehr machen, als die Akkus laden und auf Bereitschaft stehen. Und ja, vielleicht gehen wir heute Abend noch mal raus. Ich halte euch da aber auf dem, ne? Ja, ne? Ich glaube, das ist drin. Hast du hier nämlich gewartet schon den ganzen Tag? Was ist denn? Von Nike. Nein! So. Mondaries. Oh shit. Das sieht gut aus. Bestellt. Welche hast du bestellt, Fabian? Wie sehen deine aus? Riesigen. Du hast dieselben! Super! Ja, na, hier ist noch ein Paket. Warte, was? Noch ein Paket? Alter, shit, die sind. On the way, gesagt, vielleicht, aber doch, wir gehen jetzt nochmal raus. Zweimal. Spiegelbildlich gesehen fotografieren wir auch den Spiegel. Aufbauen. Checkliste durchgehen. 14er. So, Pre-Flight-Checklist. Tower Police, Basis haben wir soweit. Unsere Drehrichtung der Rotoren, also das Check. Wenn die Sonne lacht, 125, Blende 8. Eins, Aero-Code haben wir 0. Nur nach oben, bis du mir sagst, Höhe passt. Nein, 7, jetzt. Wir warten noch 12. Okay. 17, 15, stopp. Varius 0 steht. Und noch einmal. Ich fahr die Räder aus und er kommt runter. Ich fahr die Räder. Ist der längste Tag seit langem heute, ne? Ist echt ein langer Tag. Ja. Der Freund Gerrit Blutzeit hat dann 18 Arbeitsstunden. Ja, der darf morgen übrigens später zur Arbeit kommen. Ja. Hab ich so auf Band. So, moin Leute,
letzter Flug, 4 Akkus leer. Wahrscheinlich richtig schicke Bilder. Ihr seht sie ja jetzt. Verabschiede mich schon mal. Sag tschüss für diesen Vlog. Wir enden das wahrscheinlich mit Landen des 14ers oder... Sonne ist weg! Jeden Abend die gleiche Scheiße! Wo willst du eigentlich hin? Da! So. Dann tu mir eine Kamera!